Warte mal. Knallen die gerade ab da hinten? Take it easy there. So, Freunde. Macht 3,50 Mark bitte. Fürs Leben retten. Ich mach mal diesen hier, sonst krieg ich bestimmt Ärger. Kann ich hier hochspringen? Plätze? Ja, sehr gut. Sehr schön. Krokodile? Ja, sieht gut aus. Easy. Hier hinten auf der Insel gibt es im Online-Modus Sammelobjekte. Falls jemand sucht. Und da hinten bei der Hütte ebenfalls. Falls jemand danach sucht. Im Online-Modus. Tauchen auch immer wieder auf. So, sehr schön. Haben wir noch einen Ring bekommen? Das finde ich gut. Na dann. Auf geht's. Erstmal auf dem Weg hier. Was ist. Ach so, es ist ein Vogel. Ich dachte gerade, hä, was fliegt denn da? Hier müssen wir auch mal ein bisschen gucken. Hier gibt es auch neue Vögel und alles, die wir noch nicht so gesehen haben. Diese ganzen Löffelreiher und sonst was. Weiß nicht, wie die genau heißen. Na, Kroko? Müssen wir auch noch eins schießen. Alligator, brauchen wir auch noch ein perfektes, eine perfekte Haut. Dürfen wir auch nicht vergessen. So, müssten wir jetzt nicht langsam mal da sein? Das war doch hier im Sumpf, ja, oder? Und so eine kleine Hütte war das doch. Ja, ja. Perfekt. Das ist er. So, Plötze. Ich park dich mal hier. Mach keinen Scheiß. Lauf dann lieber weg. Hier wieder die blutenden Bäume. Okay, schöne Musik. Das heißt nichts Gutes. Oh oh. Hello? Ganz locker bleiben, Milady. Not right now, I ain't. You Black Bear? I'd like to talk to you about your Wild West days. I don't care much for reminiscing. You got any friends as bounty hunters? None that spring to mind. Well, then you done led them boys here, and you none the wiser. Ah, those bounty hunters. Knew my luck had run out sooner or sooner. Well, get inside. I'll tell them you're gone. Oh, no, no. I ain't hiding from them scalp hunters. Not running from them, neither. And fighting? Yeah, if it's just me against them, that'd be a waste of time and nitroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right. Get up here quick. Now when I give you the word, hit Wir that. Ballern. Whole place is wired. Black Bell, I got a contract here. For your life or your liberty. Ich hoffe, Plötze ist weit weg. That's mighty reasonable, mister. Come here, let me take a look at it. Wann muss ich drücken? Oh, come on. Jetzt? Wann muss ich? Stop just there. Okay, let's go. Junge! War's das? Ach was, mach doch keinen Scheiß. Echt jetzt? Ich brauche ein anderes Gewehr, das dauert zu lange mit dem Nachladen bei dem.
Ah, ich habe kein anderes mit. Okay. Oh, manche tun mir echt ein bisschen leid, muss ich sagen. Hey, ich hoffe, Plötze ist hier nicht in der Nähe. Nee, zum Glück nicht. Oh. Willst du mich verarschen? Voll in die Eier. Nicht schlecht. Noch mehr? Natürlich. Na, ganz ehrlich, wenn hier welche kommen, dann sind sie mal 1000. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Oh, er ist schon weg. Was ist mit dem? Der steht einfach nur rum. Hat er überhaupt dazugehört? Doppelkopfschuss. Links. Ja, links. Ich glaube, wir haben sie erwischt. Scalp hunters off your back. For now. For now. So, you gonna tell me about your Wild West days? Na ja, wir haben sie ja gerade erlebt, oder? The only running he did was away from a fight. And that's about the end of it. Well, a man's apparently a famous gunslinger. Yeah, so they say. But, don't get what's famous confused with what's true. The ones of us that lived that life, we was too busy being scared for our scalp to talk to no newspaper writers or dime novel men. Well, what were they like then? Those days they all talk about. Same as now, I guess. Only longer ago. Gut gesagt. I'm gonna need your picture too, if it ain't a trouble. No, sir, no trouble at all. Can't be worse than those awful drawings on the wanted posters. Hell, great. Look, you stand over there and let me get this thing. Oh, schönes Bild. Ready? How do you want me? Like this? Oh, bitte nicht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Moment, Moment. Ja, perfekt, perfekt. Fotografieren. Fantastisch. Okay, I got it. Then I guess they'll be on my way. Here. Well, thank you, Mrs. Bell. You gonna be all right? Oh, been running for 20 die years. Die kommt klar. Suppose I'll be running till I drop. Just the way it is. Yeah. Good luck. Coole. Coole Frau. Nice. Hast du mal die Mittelerde-Spiele gespielt? Schlacht um Mittelerde? Oder, warte mal, hießen die so? Schlacht um Mittelerde, ne? Hießen die. Oder welche meinst du? Es gibt ja viele Spiele im Herr-der-Ringe-Universum. Es gibt ja sehr, sehr viele. So, ich versuche mal hier ein bisschen aufzusammeln, weil... Kommt hier jemand? Mal vorher mal gucken, ob hier Krokodile sind. Ne, sieht nicht danach aus. Boah, hier durch den Schlamm warten. Ekelhaft. Boah. Aber das Gute ist, das können, wir können dann nochmal ins Haus gehen. Und da mal gucken, ob es da noch was gibt. Warte mal. Den würde ich mal noch mitnehmen. Da haben wir den nämlich gleich. Ach, da waren sogar noch diese Flamongos. Mist. Jip, Mord auf Schatten und Schatten des Krieges. Ja, habe ich beide gespielt.
Super geile Spiele. Super, super geil. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Könnte man eigentlich auch im Stream noch spielen, irgendwann mal. Weil die sind wirklich richtig, richtig cool. Also du meinst die, ja, wo man die Orks auch rekrutieren kann und so weiter. Ja, das ist schon cool. Fand ich auch. Das war mein Gedanke. Ja, wir haben noch so viele zu spielen. Shit. Jetzt habe ich den Reiher nicht angeguckt. Naja, nicht schlimm. Wir haben noch so viel zu spielen. Aber ich versuche alles nach und nach mal zu machen. Weil, ja, macht echt Spaß. Ich habe sehr viel Spaß dabei. Ja, vor allen Dingen bei Schatten des Krieges das Ende dann von der Story. Das fand ich ja auch so geil. Was aus dem dann wurde. Ja, war etwas überraschend für mich, aber sehr, sehr cool. Ich weiß. Aber kann man ja vermerken. Ja. Machen wir auf jeden Fall. Also, vermerken und irgendwann bestimmt mal spielen. Hab auch alle DLCs dazu und sowas. Also, da haben wir zu tun. So, gibt's ja noch was Schönes? Oh, hier draußen sieht's eher nicht danach aus. Ja, eine Karte. Das ist schon mal gut. Zigarettenbild. Black Bell? Nee. Von? Emmett Granger. Ach was. Den haben wir schon umgelegt. Warum liegt hier das Zigarettenbild von dem? Hier wäre doch cool, wenn Black Bell drin liegen würde. Ihr eigenes Bild. Geil. Ja, machen wir alles. Wie gesagt, als nächstes, wir können ja im nächsten Stream anfangen. Wie gesagt, jetzt sind wir ja im Saint-Denis angekommen. Können wir ja mit Last of Us Part 1 anfangen. Als Zweitprojekt. Und ja, dann spielen wir mal abwechselnd Last of Us und Red Dead im Stream, bis wir den ersten Teil durch haben. Und dann können wir ja, wenn wir wollen, Teil 2 auch spielen. Oh, nochmal. Nice. Noch ein Bild. Nicht schlecht. Ja. Und Part 2 würde ich dann erst spielen, wenn das Update draußen ist. Ja, das kommt aber ja bald, ne? Ist eigentlich sehr passend. Und ich meine, die 10 Euro, die gebe ich da auch noch. Die gebe ich da auch noch aus. Mittwoch habe ich Zeit. Ja, wir können Mittwoch streamen. Weiß nicht. Können uns das auch gerne ausmachen, wenn du da mit dabei sein möchtest. Dann streame ich Mittwoch Last of Us. Und wenn ich morgen Abend noch Lust habe, kann ich ja Red Dead spielen. Alles gut. So, was mit den Freunden hier? Ich bin sehr gespannt auf Last of Us Part 1. Ob es sehr viel anders ist. Ah, die Kollegen hier noch. Und dann sind wir ja fertig. Hat er was Schönes? Revolvermunition, starke Arznei. Na, immerhin. So, hallo? Hoch mit dir hier? Oder zieh den einfach mal runter. Jawohl, brauchst da nicht aufsteigen. Und dann nehmen wir das hier mit. Fantastisch! Plötze! Plötze? Oh Gott, wo bist du denn hingerannt? Bitte in kein Krokodil rennen! Bitte. Oh Gott, mein armes Pferd. Ich sehe schon sterben. Kommst du her? Bitte, bitte, bitte. Ohne Tod und Verderben. Danke. Hab Demon Slayer auch beendet. Ah. Und, wie fandst du es? Fand's mega schön. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir der Schluss jetzt, beziehungsweise die
ab Entertainment District Arc, den Arc mit dem Tanken, ab da ging mir alles ein bisschen zu schnell. Also hätten gerne noch 5 Bände oder sowas sein können, wo man die Story noch ein bisschen länger macht. Aber ja, mir ging das dann ein bisschen zu schnell. Irgendwie. Und aber das Ende war trotzdem schön gewesen, weil gerade was dann mit den, naja, mit dem Wiedergeborenen sozusagen war, das war schon hübsch gemacht. So. Oh, das ist ja eigentlich ganz praktisch. Guck mal, da machen wir das hier gleich noch. Albert Mason. Und dann... Warte mal, hier lag. Ja gut, dann da lag. Ja. Also für mich ganz klar war der Peak bei Entertainment District. Was ist denn das da? Ist das ein Schiff? Ich muss da mal kurz hinreiten. Weiß, was du meinst, aber ich fand's für mich genau richtig. Ja, wie gesagt, bei mir hätte es ruhig noch ein ganz kleines Stückchen länger sein können. Okay, was ist das denn hier? Einfach ein kleines Boot. Da spielt aber jemand schief, die Mundharmonika. Oh Gott, ich hoffe, ich töte jetzt keinen. Oder hier ist ein Bär drin. Bitte kein Bär. Oh. Ein Grammophon, okay. Okay. Komplett neu für mich hier gerade. Kann ich die Premium-Zigaretten nehmen? Was? Ich habe doch keine 99 Premium-Zigaretten. Oder etwa doch? Ich habe 99 Premium-Zigaretten? Okay. Warum habe ich so viele Premium-Zigaretten? Woher? Warte mal, was? Karte untersuchen? Welche Karte? Hier stand gerade irgendwo Karte untersuchen. Die da? Nee, hä? Welche Karte? Oder waren die Zigaretten damit gemeint? Ich bin verwirrt. Was macht dieses Boot hier? Ich höre Krokodile. Das ist einfach da. Und ich kann Grammophon hier zeichnen. Nett. Aber hier ist sonst nichts. Warum nicht? Ich höre nur die Krokus. Ist hier noch was? Ist hier irgendeine Mission noch oder sowas? Das ist so... Oh, da ist noch eine Karte. Das ist cool. Nice. Miss Maud Delancey. Mhm. Künstlerin, Maler, Schriftsteller. Sagt mir überhaupt nichts. Aber schön, wir kriegen ein bisschen was zusammen. Und da ist ein Wildschwein. Genau zwischen die Augen. Tut mir leid. Rauchst zu wenig? Ja, das stimmt. My Hero habe ich auch den... Achso, My Hero habe ich auch den... 9. So krass, wie sich das entwickelt hat. Ja, ich... fand das auch sehr heftig. Vor allen Dingen habe ich die Szene genau gewusst, wo... Deku dann Bakugo sieht. Das konnte ich mir genauso denken. Dass das passiert. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vor allen Dingen, was jetzt zum Schluss in dem Band passiert ist. Wahnsinn krass. Wahnsinnig krass. Time to go, boy.
Weil, ja, jetzt werden die Karten ja nochmal neu gemischt. Super heftig. Gut. Wo wollte ich jetzt hin? Da. Hat das Grammophon sogar eingetragen. Nett. Oh, da war eine Schlange oder so. Ich müsste mal zu irgendeinem... Gott, hier überall diese Viecher. Ich müsste mal zu irgendeinem... Poststation oder so. Beruhig dich mal, Plätze. Freue mich schon auf ein Anime. Ja, das wird so ein richtiges Gekloppe, ey. Das wird richtig heftig. Das wird richtig krass. Wo ist denn der hier? Ich sehe den überhaupt nicht. Albus! Albus Dumbledore, da hinten steht er. Um Gottes Willen. Oh, das ist die Krokodilmission, oder? Oh, na gut. Wir werden sterben. Hey, mein Freund. They creep up on you, you know. Uiuiui. Mr. Morgan. How are you? Well, sir. What are you working on? Do you know anything about alligators? Only the basics. Avoid them wherever possible. Well, did you know that in the last 50 years, we've killed 90%? You say that like it makes you sad. They're beautiful creatures. Let's see how you speak when one of them's got you in a death row. Yes, I will make some creature a very happy lunch one of these days. Let's try and avoid that from happening today. Hmm? Well, you stay there, you'll get a great shot, then you'll get eaten. What a way to go. Why don't we check this boat out, and I'll protect you. Come on, get in the boat, he'll be fine. Well, if you really think that's necessary. You carry on shooting from that bank, you're gonna wish them wolves had eaten you. Really? Yes. Schön. Schön festhalten. The 10% have survived. They're the nasty ones. All right, then. Okay. Oh, I saw a movement to the north of us. Oh, into the west. Oh, into the northwest, there. That's probably where we should look. Na, wo denn nun? Look there. When we find one, line me up so I can get the shot. I'll try. Don't get too close. You'll scare them away. Close, but not too close. Got it. Okay, okay. Ich fahre erstmal hier rechts ran. Mal gucken. Bloß nicht auf so eine Sandbank hier fahren. Dann bleiben wir bloß wieder stecken und kommen nicht von weg. Oh, 10.000. Wildschweine. Saving alligators, but you don't mind that pork chop getting butchered. Pork chop isn't in danger of extinction. Kannst du die nicht auch fotografieren? Sieht doch hübsch aus, oder nicht? Wow! Speed! It's got it! Quick, quick! I must get this shot! Spin us around! We caught him! In the middle of his dinner! This is history making, truly! Hat er gemacht! Sehr gut! Geil! Could have been you if you stayed on that bank where I found you. Don't! Okay! Cool! So, now it's southwest or due west. Na hier, das, was am nächsten dran ist. There are more alligator hunters down here than alligators. Maybe you can take a photograph of one of them then. Very droll. There was even a tour company that let excursionists shoot from the deck of a paddle steamer, chugged up the waterways and churned whole bayous into mud. Thankfully, the state legislator put a stop. A paddle steamer, huh? Now why didn't we think of that? Yes. Yes, there. Na komm, mach ein Foto. Can you stop the boat just there, off the island? Sure. But we stop too long. Locals are gonna start getting curious. Die Einheimischen? There, please. So I'm facing the landmass, right? Now look, there's an alligator back in those palms. Could you run in there and coax him out? Ja, na klar. Please, he's quite something. If I could take that fellow's likeness, it might... It might just save him from the taxidermist. Gar kein Problem. Oh Gott, wir werden sterben. Wir werden gleich gefressen. Oh Gott. He's awake.
Na komm. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ich will. Junge. Ich wäre fast gestorben. 17 feet, 19 feet, 21 feet with a 5-foot head. What? They found some big bulls in these parts. Surely they did. There's 20-foot gators here, and us two idiots are sitting in a 12-foot skiff? No. This is in the 70s. All the really big gators have been hunted out and killed. More the shame, I say. It's terrible. Ain't shame to this rowing fool who values his arms being attached to his body. It's them or us. Especially with the big one. Schöne Mission mit dem immer. Finde ich super. Okay, wie kommt man da am besten hin? Da oben rum, wa? Kommen wir hier durch? Ne, da laufen wir hier auf? Ne, ne? Right. Right. Was? There, in the canebrake. That's a likely spot for one. Naja, ich versuch's, ich versuch's. Moment, Moment. Poking up there. Ich versuch's. You push. How shoot, old boy. Come on. Not quite there. Turn. Da lang. Warte, warte. Ah. Beast in repose. All is calm as the predator lurks. Oh Gott. Passiert jetzt noch was? Ich hoffe nicht. A job well done, Mr. Morgan. Take us back where we began. Anyway. Alles klar. I hope you got something worth printing. Oh, surely. The nation will see these beautiful beasts for what they are. Killing machines? No. Well, yes. Maybe that's not a bad thing. This is America, after all. We hold a love for killers that borders on macabre. Das stimmt. Killers is part of our makeup. Maybe. Maybe. But usually we wait until after they're dead. Well, I hope we've changed. Me too. Oh, warte, hier ist der Ausgangspunkt. Jo, jo, jo. Bitteschön. Was für ein Ausflug. Ausgezeichnet. These pictures you're taking. Yes. They're gonna be any good. I certainly hope so. Though I doubt it. The subject is magnificent. The backdrop, jaw-dropping. But the agent of beauty is a talentless fool. Although maybe I'll strike a few lucky shots. You sure do make me laugh that way you talk about yourself, Mr. Mason. Well, I'm good for laughing at, if nothing else. Oh, nein, sei nicht so streng zu dir. Still, I feel such a fool around you, sir. Don't worry about it. Der fährt noch eine Runde raus. I foresaw many an ignominious future for myself, but never damsel in distress. Well, good luck, Mr. Mason. Thank you, and to you too, sir. Try and stay out of trouble. I shall certainly try. Oh, ich finde den nett. Der war bloß ein bisschen streng zu sich gerade. Super. Schönen Tag noch. Mach keinen Scheiß. Ich glaube, ich weiß, wo ich den das letzte Mal... oder wo der letzte Teil der Mission ist. Ah, aber das ist ganz anderes Gebiet. Plötze killt wieder. Hast du gut gemacht, Plötze. Hast du gut gemacht. Ja. Oh, Plötze, Vorsicht, Vorsicht, hier. Okay. Wir gucken mal, was können wir hier mitnehmen. Ist bestimmt kein Gutes mehr. You're all right, boy. Hold on. Und? Schlecht. Na, war ja klar. So, dann aufs Pferd. Und dann haben wir jetzt erstmal hier alle Nebenmissionen soweit gemacht, ne? Sieht gut aus. Ja. Mr. Strauss. Oh Gott.